Freunde, ja, das sind wir zwei. Machen kleben, plaudern dabei über lauter tolle Sachen, die im Leben Freude machen. Hör einfach zu und werd kreativ im Nu. Die Aufzeichnung läuft. Einen wunderschönen guten Morgen, Silvia. Hallo. Guten Morgen, Andrea. Schön, dich zu sehen. Ja, schön, dich zu sehen. Schön, dass wir wieder an einem Montagmorgen zusammensitzen und Podcast aufnehmen. Das hat mir letzte Woche doch reichlich gefehlt. Ja, mir auch. Die ganze Woche hat irgendwas gefehlt. Ja. Das stimmt, war schon komisch. Aber liebe Hörerinnen, liebe Hörer, um euch mal ganz kurz an unserem Prozedere hier teilnehmen zu lassen, während Silvia das Malhörnchen auspackt. Wir haben gerade angeschaltet, wir haben uns gerade gesehen und im Vorfeld schon so ein bisschen drüber gesprochen, worüber wir heute sprechen könnten. Und ohne uns jetzt weiter abgestimmt zu haben, haben wir jetzt einfach angefangen. Genau, schauen wir mal, was kommt. Ne? Wie war der Satz? Ach komm, wir starten jetzt einfach. Genau. Ja, und genau das, ich glaube, das ist so eine ganz gute Devise für alles. Und das ist auch noch ein Thema, was ich meinen Kursteilnehmern bei der Woohoo-Challenge jetzt mitgeben möchte. Wenn dich irgendetwas gerade anschärft und du das toll findest, dann mach's einfach. Und zwar jetzt. Genau. Es gibt nie eine günstigere Zeit, nie wieder eine günstigere Zeit dafür. Ja, weil man macht's dann halt sonst gar nicht, ne? Ja, genau. Wir haben das mit diese 72-Stunden-Regel, die ist zwar schön und gut, aber meine Erfahrung ist, über die Regel haben wir schon gesprochen, also wenn man eine Idee nach 72 Stunden nicht umgesetzt hat, dass es nur noch eine 1%ige Wahrscheinlichkeit hat, dass sie je das Licht der Realität erblickt. Genau. Das zeigt ja schon, also das ist so ein progressiv-degressiv, ne? Also das geht so rapide runter. Die Idee ist noch ganz heiß, dann will die umgesetzt werden. Und wenn ich dem nicht gleich nachgehe, die verliert sofort an Attraktivität. Ja, genau. Ganz, ganz gruselig. Oder es entschwindet einem der Gedanke dahinter, ne, den man so hatte. Ja, es ist einfach dann nicht mehr präsent und man hat dann ja schon wieder die nächste Idee. Genau. Ne? Also sie wird einfach auch ersetzt durch irgendwelche anderen Sachen. Also zumindest bei uns beiden ist das, glaube ich, so. Die sind ja so verdammt fix. Ja, ich sage zwar auch immer, gute Ideen, also die richtig guten, die kommen auch wieder. Die kommen wieder, ja. Aber trotzdem ist es ist gar nicht so einfach, die Nadel in dieses Malhörnchen zu kriegen, um das Ding freizukriegen. Hast du es verstanden? Will ich jetzt hier nur mal sagen. Ich weiß es nicht, aber es kam gerade nicht flüssig raus. Dachte ich mir, ach, gehe ich mal mit der Nadel rein. Aber das ist so fein. Mache ich auch immer, ja. Und die Farbe dünn genug machen, ne? Also sogar Aquarell muss man bisweilen verdünnen. Also ich habe jetzt diese Ink, Sketch-Ink. Mhm. Ja, die müsste ja eigentlich. Meinst du, die muss ich auch verdünnen? Nee, müsste oder? Eigentlich von der Pigmentierung. Die Pigmente müssten da eigentlich ziemlich sehr fein drin sein, also denke ich. Ich glaube auch, dass es da durchgehen müsste. Ja, geht auch. Geht. Yay, jetzt läuft's. Ja, das ist so ein Nachgefühl, ne? Man muss da fühlen. Ja. Dass das da durchgeht. Ja. Sehr schön. Wir haben auch gerade schon wieder parallel festgestellt, also quasi beide gleichzeitig, oh Gott, hier sieht's aus. Muss dringend aufräumen. Dringend aufräumen, genau. Und damit meinten wir nicht den Arbeitsplatz des anderen. Nein, weil den kann ich gar nicht sehen. Ja. Ich sehe deine wunderschöne Pinnwand im Hintergrund. Oh, ja. Und bei mir stapeln sich hier die Kartons, ich weiß gar nicht warum. Die müssen mal weg und ich glaube, so ein paar Ecken, die ich hier beim Bezug meines Ateliers eingerichtet habe, beziehungsweise benutzt habe, habe es seitdem nie wieder ausgeräumt. Ich glaube, da muss ich echt mal hin und mal so ein bisschen Spinnen verjagen, sowas in der Art. Ja, ich habe im Moment wenig Muße, muss ich sagen, hier aufzuräumen, weil der Vermieter sich angekündigt hat und gesagt hat, eventuell will er
an die Bodenplatte ran. Ah ja, okay. Sprich, den ganzen Keller aufbohren. Boah. Und da traue ich mich gerade echt nicht, irgendwie großartig was neu zu machen. Und noch weniger habe ich Lust aufzuräumen, weil ich mir denke, ich muss es wahrscheinlich eh demnächst alles ausräumen. Ja, das verstehe ich voll. Dann bringt jetzt das Aufräumen nichts. Null. Aber null. Gut, es handelt sich jetzt nur noch um ein paar Tage, dann will er kommen und dann wird es sich zumindest mal entscheiden. Ich glaube fast nicht, dass er es macht. Aber naja, so lange warte ich jetzt mal noch ab. Das klingt ja schon auch nach einem größeren Aufriss. Ne? Aber ich hab da ja, aber ich glaube, er wird nur von außen was machen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, wegen dem bisschen die Bodenplatte. Also das ist, glaube ich, zu viel Act. Aber gut, es ist sein Haus und ne, ja. Muss er entscheiden. Ja. Aber schauen wir mal. Also zu wissen, wo das Wasser herkommt, ist, glaube ich, schon eine ganz wichtige Geschichte. Ja, aber also es ist, glaube ich, nicht so viel, dass es problematisch wird. Also Nein. Es läuft nicht rein. Ne? Hm. Es zieht die Wand so ein bisschen hoch. Ja, aber das kann aber ziemlich schnell problematisch werden. Ja, aber also er denkt eigentlich, dass es eher von außen praktisch ein Problem ist. Hm. Aber das glaube ich jetzt wiederum nicht, weil es sind die Innenwände. Es ist im Flur. Also es ist ja, nicht okay. Die Außenwand, von daher. Ja. Aber dann liegt das mit der Bodenplatte schon nahe. Ja, ich denke auch. Naja, jetzt lass uns aber lieber über das Malen reden und genau. So schöne Sachen. Ja. Hast du denn gerade irgendwas, was dich so im Moment etwas beschäftigt? Also nee. Also nee, okay. Nee, nicht so wirklich. Also ich habe, ich mache gerade Collagepapier, weil ich eben nichts weiß, was ich großartig machen soll. Dann ist Collagepapier immer eine gute Idee. Genau, Collagepapier ist immer wichtig. Ja, nee, ich habe letzte Woche ja Nachtdienst gehabt und habe da wenig Zeit gehabt, kreativ zu sein. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und ich merke, wenn ich so ein paar Tage nicht dazu komme, großartig was zu machen, dann brauche ich mal so einen Tag, wo ich mehrere Stunden hintereinander irgendwas mache. Und das war gestern dann so. Und das hat mir total gut getan. Und da geht es dann aber eigentlich nur darum, Farbe an den Fingern zu haben und aufs Papier zu bringen oder auf Holz oder keine Ahnung. Das hat dann Spaß gemacht. Also da geht es dann letztendlich nur um den Spaß. Ja. So. Und sollte es immer gehen. Ja. Und wie gesagt, dann habe ich mir gedacht, ach, da kann ich ein bisschen, hatte ich dann noch Farbe auf dem Tisch, also auf der Unterlage, und dann habe ich da Collagepapier also Buchseiten reingedrückt. Und dann habe ich gesehen, dass meine Gouache-Farbe, mit der ich die Schweinchen gemacht habe letztens, die war noch flüssig. Also da hatte ich Folie drumherum. Ja. Die hat echt frisch gehalten. Schön. Und dann habe ich die noch verbraucht und ja, also so ein bisschen aufgebraucht. Und ja, jetzt probiere ich eben die Malhörnchen aus. Super. Die waren noch auf dem Plan gestanden. Und ja, so richtig ein Projekt an sich habe ich nicht. Ich will morgen zum Bösner. Da will ich mir eine Leinwand kaufen mit, wie heißen die Dinger? Wie ein Kartoffelsack. Nicht Jute, sondern Rupfen. Keine Ahnung. Also wie so ein Kartoffelsack haben die so Leinwände. Ach, ne? Oder Sisal oder sowas. Sisal, genau. Sisal-Leinwand. Ah, okay. Und so eine möchte ich mir gern kaufen und da mal so ein bisschen rumprobieren. Mhm. Und dann hat mein Vater mir jetzt den Lötkolben repariert und hat mir den Lötkolben geschenkt und ich habe jetzt auch ein bisschen Fluxpaste. Aha. Und da will ich auch mal so ein bisschen rumprobieren. Also es ist im Moment eher so, auch hier mal experimentieren, da mal experimentieren. Und was ich mir vorgenommen habe als Projekt, das ich gerne jetzt am liebsten diese Woche, vielleicht auch nächste Woche abschließen möchte, ist der Stempelkurs.
Ja. Also jetzt darüber weiß ich, haben wir noch gar nichts gesagt. Ich weiß jetzt, glaube ich, wie ich das Handy drehen muss, damit es richtig aufnimmt. Ah, okay. Und ich hoffe, dass es dann funktioniert. Und dass es dann auch in einer Qualität ist, die gut ist. Weil ansonsten müsste ich dann doch zu dir kommen und es mit deiner Kamera aufnehmen oder so. Weil eine Kamera kaufen tue ich mir jetzt nicht. Nein, um Gottes Willen. Das geht schon mit dem Handy. Müsste eigentlich das gehen, ne? Das kriegst du hin. Da bin ich total voll überzeugt, dass das geht. Gut. Ja, schön. Das war jetzt meine Sorge nämlich ein bisschen. Nee. Ja, der steht. Also ich habe alles, ich weiß genau, was ich machen will. Alles steht. Es steht hier sogar bereit, ja. Aber ich hatte wirklich jetzt die letzte Woche keine Zeit. Ja, alles gut. Ja. Alter, und nicht, es ist gerade Sommer und die Leute sind unterwegs, da das Reisen wieder möglich ist. Ja. Jetzt ist gerade ganz wenig los. Ja, das stimmt. Es ist allgemein so ein bisschen ruhiger gerade. Ne? Mhm. Es ist irgendwie eine ruhigere Zeit. Ja. Ja. Ja, sehr schön. Aber wo wir gerade bei Kursen sind, ne? Der Gesichterliebe-Kurs von Michaela Brunswick ist draußen, der erste. Ja. Und darüber freue ich mich ganz, ganz riesig. Und sie ist auch total aus dem Häuschen, wie es halt so ist, wenn man den ersten Kurs draußen hat. Ja, super. Das ist so aufregend. Und für sie ist das jetzt wirklich gerade eine total spannende Zeit und Sache. Und ja, wirklich mega. Ja, klasse. Also ich freue mich da auch so mit, wenn sie dann so strahlt. Ja, total. Das ist so herrlich. Das ist wirklich wunderbar. Weil sie so völlig aus dem Häuschen ist und damit, also man hat so den Eindruck, sie hat damit gar nicht gerechnet. Ich ja schon. Ich auch. Aber ich glaube, sie tatsächlich nicht so. Nee. Und deswegen ist es aber noch umso schöner irgendwie, ne, ja. Da so zuzugucken. Absolut. Und das mitzukriegen. Also ich freue mich tierisch für sie. Ja. Und weil du gerade Kurse sagst, ich wollte ja Rosen klauen für den schönen Rosenkurs. Hat nicht geklappt. Naja, also wir haben, Moment mal ganz kurz, ich brauche nur kurz das Wasserglas. Wir haben bei uns auf Arbeit an der Kantine, da hatten wir immer so richtig große, hohe Rosenbüsche, ja. Also Stöcke. Die sind so richtig hoch gewachsen und da hingen immer so riesige Rosen dran. Ne? Dann dachte ich mir, ach, da brauchst du ja nur 2-3 Köpfe, ne? Und dann hast du genug Rosenblätter für diese Aktion. Mhm. Und dann bin ich da guter Dinge hingefahren und habe so gedacht, ich guck mal, ob genug dranhängen, ne? Dass es gar nicht auffällt, wenn ich mir da jetzt ein paar klaue. Sind ja für einen guten Zweck. Ja, absolut. Und dann bin ich da hingefahren und jetzt haben die Handwerker letztes Jahr, ich habe mich dann auch wieder dran erinnert, die haben das letztes Jahr oder vor 2 Jahren vielleicht sogar schon komplett runtergeschnitten. Oh nein. Und jetzt hingen da 5 Rosen dran. Oh. Und dann konnte ich unmöglich 3 abmachen. Nee. Ja. Ich habe dann so, naja, die lasse ich lieber. Ja, das verstehe ich. Aber ich habe jetzt mehrere Ecken, also ich gehe jetzt mit sehr offenen Augen durch die Welt und habe jetzt mehrere Ecken gesehen, wo so richtig große Rosenhecken sind. Die müssten ja auch gehen. Das sind so hellrosa Rosen. Duften die stark? Das weiß ich nicht, ob die stark das duften. Könnten vielleicht die Kartoffelrosen sein. Meinst du, mit denen geht es dann nicht? Sind die gefüllt oder sind die einfach? Gefüllt. Ah, okay, nee, dann ist das was anderes. Klar, es geht mit allen. Ja, geht ja, ne? Auch mit, geht ja auch mit Pfingstrosen. Ja, und ich habe jetzt überlegt, geht es auch mit Mohnblumen? Ja, da musst du aber schon ganz schön ordentlich sammeln. Es sei denn natürlich, du hast hier diese dicken Gefüllten, wie ich gerade. Die blühen ja immer noch. Mhm. Wie bekloppt. Naja, bei uns blühen die jetzt nicht mehr, aber für nächstes Jahr könnte ich mir das vornehmen. Wir haben ja wahnsinnig viele Mohnblumen. Mhm. Da könnte ich mir doch bestimmt auch ein paar Blütchen. Naja, auf jeden Fall, das steht auch noch an. Also ich habe viele Ideen und ich kriege irgendwie gerade nichts fertig. Oh, okay.
weil ich irgendwie halt ständig so das Gefühl habe, ich habe keine Zeit für all diese tollen Ideen und Sachen und Vorhaben. Ich habe auch so Holzplättchen gekauft. Die sind, schau mal, die sind so in der Größe. Und dann habe ich die noch in größer, sind da, also das war so ein ganzes Set, aber die in der also in dieser kleinen Größe, die sind perfekt für ein Memory. Oh, und dann schön. Dachte ich mir, ach, wenn meine Nichten kommen, die kommen im August zu uns, dann könnte ich denen ja eventuell ein Memory basteln bis dahin, also bemalen. Ja, das ist ja eine tolle Idee. Ja, und jetzt bin ich am Überlegen, was ich da drauf malen könnte und hin und her. Du weißt schon, dass du dann zweimal dasselbe malen musst. Ja, genau. Deswegen, das ist gar nicht so einfach für mich. Ja, eben. Gerade wenn man intuitiv dachte ich auch gerade so. Also da muss ich dann schon irgendwie, wobei ich mir jetzt schon überlegt habe, vielleicht mache ich das so ein bisschen anspruchsvoller und sage einfach, ich male da zwei rosa Vögel. Okay, und die sind dann verschieden. Die dürfen sich unterscheiden, aber die sind halt beide rosa Vögel oder so. Irgendwie sowas. Ja, damit kann man sich schön aus der Affäre ziehen. Oder zwei blaue Vögel oder zwei grüne Vögel. Also ich habe dann überlegt, mache ich ein Vogelmemory oder mache ich vielleicht halt irgendwie. Aber da bin ich noch nicht weiter. Oder nur ein, also so ein einfach ein Tiermemory. Mhm. Oder. Ja, da muss ich noch überlegen. Aber ja, das sind eben alles so Sachen, wo ich gerade so dran bin. Das klingt super. Ja, so. Ja, und du? Das klingt super und das klingt nach mega Vielfalt. Und da wären wir auch schon bei einem Thema, was mich gerade ein bisschen beschäftigt. Und das ist Überleitung. Ja, ne? Das hast du hervorragend. Habe ich wirklich gut gemacht. ja, genau. Weil das ist echt ein Ding, was mich länger schon beschäftigt. Und das ist auch so ein typisches Scanner-Thema. Mhm, also Vielfalt kennen wir ja beide, ne? Und ja, ich habe ja vor, wann war es jetzt? Ist jetzt noch gar nicht so lange her, ne? Mit großer Begeisterung die Gouache entdeckt und jetzt steht sie aber schon wieder eine ganze Weile und jetzt bin ich gerade mal wieder beim Aquarell und vor allen Dingen bin ich jetzt ganz, ganz wild beim Sketching, beim Zeichnen und Skizzenbücher füllen und so. Also es ist dauernd was anderes. Und ja, ich frage mich tatsächlich, was ist denn da besser? Oder gibt es da überhaupt irgendwas, was besser ist, dass man sich mit einer Sache jetzt halt wirklich ganz viel beschäftigt? Oder sollte ich mal jetzt langsam irgendwie zu einem Thema kommen, was mich dann so anschärft, dass ich das mit allen meinen verschiedenen Materialien vielleicht machen will? Aber irgendwie, entweder habe ich das noch nicht gefunden oder es ist auch nicht nötig, das zu finden. Das ist jetzt so mal meine These. Ich weiß es nicht. Ja, da gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Meinungen. Und ich glaube, es kommt darauf an, was man will oder was man erreichen will, ne? Was für ein Ziel man hat. Ob man irgendwie in einer Sache richtig, richtig professionell werden will und richtig, richtig gut und dann auch will, dass das so, dass man so ein Markenzeichen hat und keine Ahnung. Ja, dieser Wiedererkennungswert, ne? Ja, genau. Wenn du mal auf meine, wenn ich jetzt nur mal alleine meinen Instagram-Account angucke, ne? Ja. Also viel bunter geht gar nicht, ne? Genau, also das ist bei uns beiden ja auch so, ne? Das ist ja auch das, was ich auch schon immer wieder mal gesagt habe, dass wenn einer da drauf guckt, der denkt, hä, was macht die eigentlich? Ja, genau. Weil es sind halt irgendwie tausend Sachen. Ja, ich denke, da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Meinungen dazu. Meine Meinung ist, das, was Spaß macht, das will gemacht werden. Und warum sollte ich mich einschränken?
oder festlegen. Also für mich gibt es keinen Grund, mich irgendwie festzuhalten. Und ich glaube, aber das ist so meine Meinung oder meine Erfahrung jetzt vielleicht auch einfach, ich glaube, dass man sich weiterentwickelt durch das Tun. Und ja, das dabei steht, glaube ich, komplett außer Frage. Und dabei ist es aber egal, was man tut letztendlich, sondern Ich glaube, dass je offener und je breiter man da auch mutig ist und Dinge, also je experimenteller man unterwegs ist, desto unterschiedlichere Erfahrungen macht man ja. Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt dich auf ein Thema festlegst, dann wirst du darin immer besser, besser, besser. Irgendwann ist es perfekt. Wollen wir das? Also das ist die Frage. Will man perfekt werden, also Experte in einer Sache, oder will man eben diese Vielfalt beibehalten und pflegen und dieses... ich glaube, dass wir da ähnlich ticken. Und ich glaube, dass das bei mir das so ist, dass solange ich Spaß habe an der Sache, kann ich mich da voll und ganz drauf einlassen und kann mich da reinfallen lassen, und dann wird es ewig gemacht. Also was heißt ewig? Aber dann mache ich ein Gute-Laune-Buch nach dem nächsten, oder ich mache, keine Ahnung, mit Hingabe Farbenbad-Bilder und intuitiv und überhaupt. Und dann wieder habe ich aber Lust, gegenständlich zu zeichnen oder Porträts zu zeichnen, Bilder abzumalen, da besser zu werden. Und dann ist es für mich aber auch wieder erledigt. Dann brauche ich wieder was Neues. Also ich brauche immer einen neuen Input irgendwie. Ja, neue Anregungen. Aber das Schöne dabei ist tatsächlich, was mir jetzt so, während du das so gesagt hast, in den Sinn gekommen ist, dass man ja auf dem Weg dahin auch eben ganz viele verschiedene Techniken und Materialien probiert und dann auch relativ schnell dann für eine bestimmte Sache, die man dann vielleicht machen will, genau weiß, mit welchen Techniken und Materialien, dass man dann das dann am besten umsetzt. Ja, genau. Also das ist ja, vielleicht ist es einfach auch so dieses das Vorspiel, also irgendwie so also was du eben sagtest, dieses rein vertiefen in eine Sache, solange es dauert, ne? Ja, genau. Und dann hast du ja wieder was dazugelernt, was diese eine Technik angeht, dieses eine Material, hast es kennengelernt, hast dich damit vertraut gemacht, und dann ist wieder mal Zeit für was Neues, und dann kannst du aber halt wieder auf das Alte jederzeit zurückgreifen, wenn du... Ja, du quasi im Repertoire. Genau. Ich glaube, es ist einfach so ein Lernen und so ein Erforschen von bestimmten Materialien. Und wenn es dann erforscht ist, dann darf es auch so bleiben. Und dann widmen wir uns wieder was Neuem. Und dann kannst du aber jederzeit eben dann wieder drauf zurückgreifen und sagen, ach, da passen doch jetzt die Alkohol-Inks. Zum Beispiel, ja, genau. Damit ich da so lustige Bubbles noch kriege. Oder bevor ich da jetzt mit, mit Gouache irgendwelche Farbenspritzer mache, da nehme ich das Acrylspray. Oder keine Ahnung, ja. Und das ist ja irgendwie cool, dass man da so diese Vielfalt dann eben auch hat an Materialien, also ich glaube nicht, dass das nötig wäre, um Künstlerin zu sein, was wir alles in unseren Ateliers haben, ja. Also es würde auch eine Art Farben reichen. Durchaus, ja. Und du könntest den ganzen Tag nur mit Acrylfarben irgendwelche Leinwände bespachteln, ja. Das macht manche jahrelang glücklich. Ja. Das wäre halt nur, glaube ich, für uns Quatsch. Ich glaube auch nicht, dass mich das auf Dauer glücklich machen würde.
Also ich weiß nicht, ich denke, das liegt einfach vielleicht auch an der Persönlichkeit. Oder es gibt einfach auch Leute, die sind mit dem Aquarellmalen total zufrieden und haben da ihr Medium einfach gefunden, sich auszudrücken. Und warum sollten sie das dann verändern? Oder Ja, da gibt es na, warum dann sollten eigentlich sie auch dann keinen davon Grund. weg? Ja. Ne? Aber dann gibt es eben Leute wie uns. Ich rede da jetzt einfach mal für uns, weil ich Ja, glaube, das wir ist ticken da schon, einfach ja, wir komplett ticken da ziemlich gleich. ähnlich, ja. Ne, wenn einer dann irgendwie so was sieht und guck mal, hast du gesehen? Und ah ja, brauche ich, muss ich Zack, ausprobieren, finde ausprobieren, ich cool. genau, ja. Und ich denke, das kommt dann wieder. Also, ne, diese Sachen, da kannst du immer wieder drauf zurückgreifen. Und Ja. das Problem oder das Gute, es ist ja kein Problem, sondern es ist ja einfach toll. An der Kunst ist eben, dass es so vielseitig ist, dass du auch ständig irgendwas Neues siehst oder also halt drüber fällst, ne? Ja, mein, das passiert uns ja dauernd, weil wir ja auch ziemlich viel dann doch auf Facebook und Instagram unterwegs sind und da hagelt es halt einfach diese Inspiration, ne? Ja, und es ist einfach toll. Oder dann, wenn du, wo hast du die Malhörnchen entdeckt? Ja, die Das habe ich bei sind, Instagram gesehen, genau. ja, also das sind halt dann so Sachen, wo, ja, das ist einfach cool, das auszuprobieren. Und wie gesagt, ich male jetzt gerade damit. Darum fällt mir das jetzt gerade ein. Ja, aber das war auch Aber. so ein Problemlösungsding mit dem Malhörnchen. Denn ich suche ja schon lange ein, was, womit ich Weiß gut, also in Linie aufs Papier bringen kann. Also schönes, deckendes Weiß. Und da ich ja immer sag schon, mit dem Unibald-Signo so ein bisschen hadere, also bisschen mehr hadere meistens. Keine Ahnung warum. Vielleicht mögen die einfach das Klima in meinem Atelier nicht. Ich weiß es nicht. Sie tun einfach immer nicht. Und ich aber gerne deckende weiße Linien auf meinen Sachen hätte, war ich jetzt auf der Suche nach etwas. Und bei Helen Wales, diese Engländerin mit den tollen Sketchbooks, da fand ich dann eine Sache eben mit diesem Feinlein-Applikator, der mit der dicken Tube hinten dran, wo du dann halt eine Farbe hinten reinfüllst und dann kannst du damit Linien machen. Da tropft es halt auch immer raus. Das ist halt auch nicht so schön, weil du immer einen Ansatz hast. Und mit diesem, aber mit diesem Gedanken im Kopf, beziehungsweise mit diesem, in Anführungszeichen, mit dieser Problemstellung im Kopf, sagen wir es so, war ich ja da eine ganze Weile unterwegs. Und wenn du dann ja auf Instagram halt unterwegs bist oder wie auch immer was postest und dann klickst du mal irgendwo hin und zack, springt dir diese Lösung ins Gesicht, ne? Und dann weißt du genau, ja, genau das ist es. Muss ich ausprobieren. Ja, genau. Ja, und das ist ja auch das Schöne, dass die Ideen einen dann auch immer dann treffen, wenn man die auch Wenn braucht, man sie ne? gerade braucht, ja. Ja, weil du halt quasi schon ja, innerlich vorbereitet bist dafür. Ja. Weil du suchst ja nach einer Lösung. Du willst ja was haben, um das zu verbessern. Und dann bist du schon, dann ist dein Blick auch quasi selektiv in der Richtung. Ja, genau. Und kannst auch sofort für dich entscheiden, ja, okay, das kommt in Frage oder das eher nicht. Ja. Also der zichte Gelstift zum Beispiel kommt nicht in Frage. Ja, genau. Ja, und letztendlich siehst du dann ja auch an den Materialien, die du immer wieder verwendest, also die du dann auch mal aufbrauchst, da siehst du dann ja auch komplett toll deine Vorlieben, ne? Was Das du stimmt, ja. besonders brauchst. Also ich weiß zum Beispiel, der schwarze Fineliner und der schwarze Stabilo All, das sind so die Sachen, die ich schon mehrfach nachkaufen musste. Polychromos sind bei mir eben immer in Gebrauch. Die Sennelier Ölpastellkreiden, da Ja. ist jetzt die Schwarz nur noch so ein Stümmelchen. Ja, und daran merkst du ja auch, ah, okay, also
Das sind so die Sachen, die du immer wieder So, jetzt haben wir hier gerade einen. Kaufen musst, die du auffüllen musst und dafür hast. Was? Wir hatten jetzt gerade einen kleinen Hänger. Sag nochmal was. Okay. Ja, jetzt bist du wieder synchron. Passt wieder? Ja, jetzt passt es wieder. Genau. Okay. Du warst bei immer wieder auffüllen musst und dann hat es irgendwie weggekracht. Ah, okay. Ja, also manche Sachen musst du halt immer wieder auffüllen und dann wieder gibt es Sachen, die verstauben und von denen kannst du dich dann irgendwann auch wieder trennen. Ja. Und dann wieder gibt es Sachen, die habe ich mal gekauft, eigentlich ewig nicht gebraucht. Und dann kommt zum Beispiel Petra mit ihrem Artbeats-Kurs und zack, brauchst du wieder Sachen, wo du schon gedacht hast, oh, die brauchst du nie mehr. Ne? Also es ist einfach cool. Ja, das stimmt. Also auf diese, ich mag das halt total, auf diese Vielfalt zurückgreifen zu können und alles da zu haben an Materialien. Mein Mann findet es gar nicht so lustig und meine Mutter fände es wahrscheinlich auch ganz schrecklich, weil sie das von meinem Vater kennt. Okay. Habe ich schon mal erzählt. Ja. Aber es ist halt so. Dieses Gehen, das kann man noch mal gebrauchen. Ja, und ich glaube aber, dass das wirklich Typsache ist. Und genauso ist es eben auch, glaube ich, Typsache, ob man sich auf eine Sache festlegt und darin immer besser werden möchte. Und das halt dann über mehrere Wochen, Monate, Jahre verfolgt. Ja. Oder ob man halt sagt, also mir fällt zum Beispiel jetzt ein, dieser Maler, den ich, also das ist ein Atelier oder Lädchen, es war eigentlich ein Laden, das Atelier hat er dann kurz danach aufgemacht, als ich dort war, in der Normandie vorletztes Jahr waren wir da. Und da waren wir in diesem Lädchen von, der heißt Van Luc, ein französischer Maler. Und in der Normandie, da haben die ziemlich viel Regen, so ein bisschen englisches Wetter und die haben da Kühe. Und natürlich spielt so der Zweite Weltkrieg da unten eine ziemlich große Rolle. Ja. Aber diese Kühe, auf die sind sie eben auch ganz stolz und sie haben machen da Karamell und alles Mögliche. Und er hat sich diese Kühe als Symbol praktisch genommen und der macht diese super tollen, eckigen Kühe jetzt mittlerweile als, damals hat er das gerade angefangen, glaube ich, als Statuen. Ich erinnere mich, ja, du hast da, glaube ich, auch was geschickt. Ja. Genau, ich hatte auch Karten von dem. Ich habe hier eine Karte hängen mit so einer Kuh und dann habe ich noch, also da hat er noch eine Katze zum Beispiel gemalt, aber in der Ecke unten ist die Kuh. Also die Kuh ist wirklich so sein Markenzeichen. Mhm. Und der macht auch tolle Projekte mit Kindern und so und bringt denen so dieses großflächige Malen bei und also diese Art zu malen, wie er das eben so macht, auch einfach Mixed Media und also auch tolle, tolle Sachen. Aber der ist halt festgelegt auf diese Kuh und wenn du so eine Kuh siehst jetzt irgendwo, dann weiß, also wenn ich so eine Kuh sehe, dann weiß ich sofort, ah, Van Luc. Na? Ja, ja, ja. Das hat man jetzt bei mir nicht, glaube ich. Also, doch, also wenn man von dir, ich sehe gerade ja hinter dir hängt ein Porträt, was du gemalt hast. Also wenn du Gesichter malst oder auch solche Figuren, die bei dir bei den Farbbädern entstehen, dann weiß man sofort, dass das von dir ist. Ja, wahrscheinlich schon. Aber wenn man jetzt so manche Sachen... Weiß ich nicht, ob man die dann so zu... Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber, also das meine ich eben mit, wenn man dann so ganz festgelegt ist auf eine Sache, aber das würde mich, glaube ich, halt irgendwann langweilen. Irgendwann hätte ich so die Schnauze voll von der 100. Kuh. Also 100 Kühe, okay, aber dann dürfte es auch mal wieder was anderes sein. Oder bestimmt so. Wird dieser Maler auch noch mal irgendwann was anderes machen. Und das war jetzt nur die Kuhphase.
Weiß man nicht. Also macht er jetzt schon lang. Ja, ich hält schon lange an. Und er vermarktet es ja auch ganz toll. Ne? Ja. Er hat dann Fußmatten mit diesen Kühen und Mauspads und alles Mögliche. Also ja. Ne, die findest du auf sämtlichen Postkarten und Bilder und Duschvorhang und was weiß ich. Also irre. Ja. Und richtig toll. Also ich finde die Kühe ja fantastisch. Ich freue mich auch immer, wenn ich eine sehe. Ne? Ich will das gar nicht irgendwie schmälern oder irgendwie runtermachen. Oder, ne? Ich finde das ganz toll, wenn das jemand, wenn jemand seins gefunden hat und das dann perfektioniert, ganz prima. Aber für mich persönlich wäre es halt, glaube ich, nichts. Zwei Sachen dazu. Also einmal, dass mit dem Seins gefunden hat, also dass wir jetzt so viele verschiedene Sachen machen, das ist ja unseres. Also das ist ja quasi auch das, was wir gefunden haben, dieses. Also das heißt ja nicht, dass wir quasi unsere Malhaltung oder wie auch immer nicht gefunden hätten. Das ist ja damit gar nicht gesagt. Auf der anderen Seite finde ich natürlich diese Schwerpunktsetzung, will ich jetzt mal sagen, nicht irgendwie Festlegung, Fixierung, sonst irgendwas, sondern diesen Schwerpunkt im eigenen Schaffen, stelle ich mir vor, dass das auch so ein kleines bisschen eine Erleichterung ist, und zwar im Hinblick darauf anzufangen, weil du brauchst nicht überlegen, was male ich heute? Oder womit male ich heute? Also obwohl auf der einen Seite, nee, so ganz stimmt es ja auch nicht, weil also selbst jemand, der jetzt mit allen möglichen Materialien Kühe macht, steht ja dann auch am Morgen, wenn er sein Atelier betritt, vor der Frage, womit mache ich heute eine Kuh? So. Und auch derjenige, der nur Aquarell malt, Anführungszeichen nur, der hat dann die Frage nach dem Motiv, ne? Ja, genau. Also ich glaube, egal ob jetzt Vielfalt in der Material- und Themenwahl oder Spezialisierung, die Sache mit dem Anfang, die haben wir alle. Ja, ich glaube auch. Die haben wir doch irgendwie in der einen oder anderen Art und Weise alle. Glaube ich auch, ja. Ja, Ja, in meiner Vorstellung ist es so gewesen, bevor wir ja jetzt drüber gesprochen haben, hatte ich so die Vorstellung, ach, wenn du doch nur eins hättest, dann wüsstest du echt jedes Tag, was du machst. Ja, aber du könntest ja zum Beispiel hergehen und könntest sagen, wenn ich nicht weiß, was ich mache, dann... so wie die Terry Runyon, glaube ich, sagt. Dann mach eine Katze, genau. Genau, dann mach halt eine Katze. Oder du könntest hergehen und könntest sagen, dann mache ich halt eine Serie. Oder dann mache ich halt, keine Ahnung. Also du könntest dir ja so eine Eselsbrücke praktisch bauen, genau, und sagen, naja, wenn ich in dieser Situation bin, dass ich nicht so richtig weiß, aber das Problem bei mir ist, also ich könnte das ja auch machen, dass ich dann sage, okay, wenn ich gar nicht weiß, dann mache ich halt ein Farbenbadbild. Aber manchmal habe ich dazu keine Lust. Ja, genau. Also mir muss es einfach halt auch Spaß machen. Und ich glaube, das ist so der große Unterschied, ob du malst, weil du einfach Spaß dran hast und Freude, oder ob du malst, weil du ein bestimmtes Publikum bedienen möchtest, weil du für eine Ausstellung malst, weil du jetzt da noch einen tollen Blickfang haben möchtest in der Galerie oder, ne? Also das ist ja ein ganz anderes Herangehen praktisch. Ja. Und da hat ja dann auch die Kunst einen anderen, ich sag nicht einen anderen Wert, aber einen anderen Stellenwert in deinem Leben. Ne? Die steht dann irgendwie an einer anderen Stelle. Oder wenn du Merch-Produkte herstellen willst zu einem bestimmten Ding, dann musst du halt immer zu Hasen malen. Ja, oder halt, ja. Oder genau. Kühe. Ja. Oder du verfolgst tatsächlich auch mit deiner Kunst so einen speziellen Aussagezweck, ne? Dass du damit was weiß ich, irgendwie politisch aktiv bist oder gesellschaftlich, sozial, keine Ahnung, also, ne, dass das so ein
so einen Hintergedanken hat bei einem. Ja, aber dann ist auch, ja, zum Beispiel. Dann ist aber auch tatsächlich, ich glaube, das grenzt es schon so ein kleines bisschen ein, denke ich manchmal. Wie meinst du? Was grenzt so es ein? In der Herangehensweise, weil du hast ja dann diese, ich weiß jetzt nicht, wie ich es sagen soll, aber du hast ja quasi eine Aussage, die du treffen willst und auf die arbeitest du hin. Ja, genau. Und das meine ich jetzt mit der Einschränkung. Ja. Ja, und du überlegst dann halt auch in eine Richtung. Mhm. Ne? Also wenn jetzt jemand wie zum Beispiel ein Cartoonist, der jetzt irgendwie für eine Sonntagszeitung jede Woche irgendeinen Cartoon produzieren muss, der überlegt ja in diese Richtung, was mache ich denn jetzt da? Ne? Und dann malt er halt diesen Cartoon. Ne? Und dadurch ist er irgendwo festgelegt, weiß schon, in welche Richtung es geht und befasst sich dann halt damit. Ja, genau. Also der denkt dann ja auch nicht über Aquarellfarben und Mixed Media und Mandalas oder nach. Ölfarben nach, ja. Das stimmt. Aber wie gesagt, das ist, es kommt halt sehr drauf an, meiner Meinung nach, was du mit der Kunst machen willst oder wofür du sie machst oder was du damit bewegen willst. Und wenn ich jetzt im Art-Journal arbeiten will und irgendwelche Themen bearbeiten will, habe ich ja eine ganz andere Herangehensweise, als wenn ich jetzt, sage ich mal, jetzt ein Bild für das Nachbarskind, fürs Kinderzimmer. Ja, klar. Und von daher... du hast völlig recht. Es ist tatsächlich eine Frage dessen, was will ich mit dem Kreativen schaffen? Wofür ist das für mich wichtig? Genau, und für mich persönlich? Für mich was mein Wohlbefinden steigert? Also eben, dass es dieser, damit geht es mir gut oder ich brauche das, um mich wohlzufühlen oder als Ausgleich für irgendeinen Job oder sowas, ne? Oder ist es für mich, der Broterwerb, Leute wollen, kaufen gerne Produkte, wo meine Kühe, Hasen, Pferde, Katzen drauf sind. Oder, befasse mich so intensiv mit Gouache, Aquarell, Öl, weil ich das gerne anderen beibringen möchte. Halt diese Sachen, ne? Ja, wobei das ja auch was ist, das schließt es ja auch alles nicht aus. Ne? Nee. Schließt ja. Das alles nicht aus. Ja, und ich glaube, es ist auch, wie viel Zeit willst du denn mit der Kunst verbringen? Ne? Ja. Oder wenn jetzt jemand ein Kinderbuch illustriert oder als Illustrator arbeitet oder für eine Firma Werbung macht oder so, dann ist es ja ganz gezielt. Und ich glaube, bei uns ist das, wir sind halt ziellos. Nö, ich glaube nicht, dass wir ziellos sind. Naja, aber wir haben jetzt keine Verpflichtung. Nee, wir haben nur eine selbst auferlegte, oder weniger. Aber die können wir auch immer wieder switchen. Die können wir immer wieder ein bisschen anpassen, aber die Grundrichtung bleibt doch erhalten und zieht sich eigentlich durch alles durch. Nämlich der Wunsch, dass wir quasi mit dem, was wir machen, so ein bisschen vorangehen in der Richtung, aufzuzeigen, wie wichtig Kreativität ist. Genau, aber Kreativität und nicht, wie wichtig Aquarellmalen ist. Ja, genau, ja. Genau. Exakt. Und das ist ja praktisch das, was uns ja von Anfang an auch letztendlich so verbunden hat, dieses nach was Neuem suchen. Mhm. Nach etwas, was so noch nicht da war. Und nach einer neuen Herausforderung. Ja. Und nach, wir haben uns ja immer am Anfang so gegenseitig angestiftet. Mhm. Machen wir auch jetzt noch hin und wieder. Ja, dauernd. Eigentlich dauernd. Und aber letztendlich
ist es genau das, was wir halt auch sein wollen. Anstifter. Ja, Anstifter, genau. Und deswegen lieb ich, ja, also diese Rolle lieb ich einfach total, ja. Weil es mir eben auch genau das so ja, ermöglicht, beziehungsweise, nein, was heißt das, ermöglicht es mir ja nicht, die Möglichkeiten hätte ich ja auch ohne das, aber so hat meine Experimentierlaune und meine Neugier immer noch auch nochmal einen Zweck und nutzt auch anderen und das finde ich so schön. Genau, ja. Ja, und also für mich ist es tatsächlich auch so, wie soll ich das jetzt sagen? Mir macht es Freude, wenn ich jemand anderen irgendwie ein Stück weitergebracht habe. Mm. Oder wenn jemand anderes Absolut. Irgendwie sagt, oh, cool, wie geht es denn? Also ich gebe so gern weiter. Mm. Ne? Es ist einfach, ich mag das so, wenn jemand dann sagt, oh, das macht mir total Spaß. Mhm. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Ja. Und dann hat derjenige Spaß damit. Ja. Das finde ich so schön einfach. Das ist so mit das Größte, ja. Also was da so auch an Energie zurückkommt, das ist wunderbar. Ja. Weil manchmal, ja, wir haben schon oft über das Thema Inspiration gesprochen und wie, ja, wo das dann manchmal landet, ne? Und dann kommst du aus, bekommst du von irgendwoher, kriegst du dann mal gesagt, oh, ich habe das vor Wochen mal bei dir gesehen und guck mal, was da jetzt bei mir raus geworden ist. Und ja, das ist einfach irre schön. Ja, genau. Irre, irre schön. Ja, und apropos, guck mal, was draus geworden ist. Mein Farbkasten ist zu. Wow, das ist mal einfach cool. Nur bunt. Ja, ist schön. Einfach nur bunt im Sketchbook und das darf jetzt trocknen und dann gehe ich da mit Weiß und dem Malhörnchen drauf. Sehr schön. Bin ich gespannt, was draus wird. Ja, mir hat es auch letztens so Spaß gemacht, habe ich da im Podcast schon mal drüber geredet, als das Nachbarskind da war. Nicht die Kleine, sondern die Große. Kann sein, ich bin aber nicht ganz sicher. Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich glaube schon, die gesagt hat, oh, wärst du nur meine Kunstlehrerin, du kannst so schön erklären. Das hast du erzählt, ja. Ja, aber ich weiß nicht, ob es im Podcast war. Ich weiß es auch nicht, aber egal. Also das ist so ein Moment gewesen, wo ich so gedacht habe, ja genau, und das ist einfach so schön, weil sie halt so schön experimentiert hat und eben auf diese ganzen Materialien auch zugreifen konnte. Ja. Und da habe ich mir wieder mal gedacht, so vielleicht, also das ist sowas, was mir, glaube ich, nochmal so Freude machen würde, gemeinsam mit einer kleinen Gruppe irgendwie regelmäßig im Artjournal arbeiten. Mhm. Da hätte ich Lust drauf. Ja. Und dann wirklich zu Themen und ja. Ja, vielleicht biete ich das mal irgendwann an, so an der VHS oder eben bei mir, mal gucken. Ja, VHS wäre halt dann wieder Material hinschleppen. Ja. Da habe ich nicht so wirklich Bock drauf. Ja. Ja, mal gucken, ob da... Na, für so 3-4 Leute hast du ja Platz bei dir. Ja, locker. Ja, muss ich auch. Man muss ja erst mal gucken, wie sich es wieder entwickelt. Ja, genau. Also im Moment hätte ich für so viele Leute Platz. Wenn es dumm läuft, bald nicht mehr. Ja. Ja. Okay. Heute sind wir zeitlich ein kleines bisschen eingeschränkt. Ja. Deswegen, ja, jetzt haben wir gerade hier so einen Einschnitt bei dem Thema. Dann haben wir jetzt aber trotzdem nicht über noch kleine Tricks und Hilfsmittel gesprochen, um ins Schaffen zu kommen, was man sich dann noch alles so zurechtlegen kann. Da hätte ich so ein paar Ideen, aber darüber können wir ja ein andermal auch noch reden. Das sammeln wir jetzt mal noch ein bisschen. Das sammeln wir noch ein bisschen, genau. Ja, und dann reden wir da nächstes Mal drüber. Möglicherweise, eine gute ja. Idee. Genau. Mal gucken, wen wir noch zum Kreativschnack einladen können, vielleicht für nächste Woche. Ja, stimmt. Und da haben wir ja auch noch ein paar Kandidatinnen. Ja.
Ja, genau. Und ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Jawohl. Es war wieder eine sehr angenehme Plauderei, die für einen wunderbaren Start in den Tag gesorgt hat. In die Woche. In die Woche, genau. Es wird mich die ganze Woche tragen, so wie Schön. Es mir letzte Woche die ganze gefehlt. Woche gefehlt hat. Ja. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, und ich danke dir. Wenn es euch, liebe Zuhörer, auch gefallen hat, dann wäre es ganz schön, wenn ihr unseren Podcast vielleicht empfehlen würdet, einer Freundin eine Folge schicken würdet und ja, ein bisschen Kreativität in die Welt tragt. Genau. Und vielleicht habt ihr auch Lust, eine Bewertung abzugeben bei der Plattform, wo ihr uns hört. Das schickt uns im Ranking ein bisschen weiter oben und nach oben und ermöglicht vielleicht auch Leuten, die zufällig einfach mal ein bisschen stöbern, dass sie uns entdecken. Und ja, in dem Sinne, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Themenwünsche, ihr findet uns über die Links, die wir in den Shownotes mitgeben. Und ja, dann bedanken wir uns für diese Woche, fürs Zuhören, wünschen euch eine tolle Zeit und bis nächsten Dienstag oder Mittwoch, je nachdem, wann ihr uns hört. Jawohl, macht's gut. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Dies war eine weitere Folge von Malfreunde FM, deinem Podcast für Kreativität und Lebensfreude. Silvia Eichhoff und Andrea Gunkler verabschieden sich für diese Woche. Lass uns gern wissen, wie dir diese Folge gefallen hat und kommentiere bei Facebook, auf Instagram oder auf unserer Homepage. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Malfreunde, ja, das sind wir zwei. Malen, kleben, plaudern dabei über lauter tolle Sachen, die im Leben Freude machen. Hör einfach zu und werd kreativ. Ooh.